Ja Leute, heute will ich euch mal ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt zum Harley-Fahren gekommen bin. Das alles ist mehr oder weniger ein bisschen der Zufall gewesen. Ich bin quasi zum Motorradfahren gekommen, wie Maria zu ihrem Kind. Ich bin sehr spät gestartet, was Motorradfahren angeht. Also ich habe mit 40 habe ich meinen Führerschein erst gemacht. Davor bin ich gefühlt mein halbes Leben lang nur Roller gefahren. War super entspannt und hat auch Spaß gemacht mit dem Roller. War auch eine Bequemlichkeit in der Stadt mit dem Roller zu fahren. Entspannt mit dem Roller zu fahren, du hattest keine Parkplatzprobleme. Meine Arbeitsstelle war nur ein paar Minuten von mir zu Hause entfernt. Es war auch eine Kostenfrage, bin ich ganz ehrlich. Der Roller hat irgendwo um die 2 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, also war extrem sparsam. Ich bin damit durch die Gegend gecruised immer in der City. Das war prima. Eines Tages bin ich bei meinem Kumpel gewesen, im Carsten. Und der hat da ein Motorrad stehen gehabt, eine 125er, und hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der dieses Motorrad kaufen möchte. Und von meinem Kumpel, der Sohn, der machte gerade den 125er Führerschein. Da habe ich gesagt, okay, warte, ich frage mal den Kollegen, vielleicht ist das ja was für seinen Jungen. Und habe ein Foto gemacht von dem Moped, hab ihm das geschickt. Und er sagt, nee, auf gar keinen Fall, das ist überhaupt nichts für meinen, sowas will er nicht fahren. Ja, so bescheuert es auch klingt, es war auch ein relativ ungewöhnliches Motorrad, diese 125er. Also war nichts Gängiges. Und zwar war es eine Sachs Mad S. Ich blende euch mal ein Foto ein, damit ihr mal eine Vorstellung habt, was für ein Motorrad das ist. Aber irgendwie hatte das was, dieses Motorrad. Das hat mich irgendwie, ja, fand ich irgendwie geil. Dieser Rahmen mit dem integrierten Tank, sehr schlicht gehalten, sah aus wie so ein bisschen wie ein Crossbike, ein bisschen wie ein BMX-Rad, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mir super gut gefallen. Der wollte auch nur 1000 Euro für das Schätzchen haben mit, glaube ich, keine Ahnung, 100 Kilometer hatte das drauf. Also selbst der Vorbesitzer hatte das für seinen Jungen gekauft, der wollte das nicht fahren. Aber ich dachte mir, geil, so ein Ding hat nicht jeder. Wenn ich damit auf der Straße unterwegs bin, fahre ich irgendwo etwas Besonderes. Ja, gesagt, getan. Also musste ein Führerschein her, weil ich ja mit meinem Autoführerschein nur einen Roller fahren durfte. Bin zu meinem Kumpel gefahren, der eine Fahrschule hat. Hab gesagt, ich brauche einen Motorradführerschein. Alles klar. Haben wir auch relativ schnell durchgezogen. Ich glaube, ich hatte in 10 Tagen meinen Führerschein. Wie es dazu kam, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich hatte meinen Führerschein relativ schnell. Und habe dann diese 125er bekommen und habe dann dieses Moped gefahren. War richtig cool. Hat Spaß gemacht, war auch günstiger von der Versicherung wie der Roller. Und Steuern muss man für 125er auch nicht bezahlen. Also unterm Strich, ich glaube, da habe ich nur 50 Euro für bezahlt an Versicherung für die Sachs Mad S. Steuern waren überhaupt nicht zu entrichten. Und bin dann mit der Sachs Mad S bin ich dann auch 1 oder 2 Jahre gefahren. Bis ich eines Tages auf dem Weg nach Hause an der Ampel stand und rechts neben mir stand jemand mit einem Moped. Das sah richtig geil aus. Das war so ein restauriertes Bike. Auch sehr klassischer Look. Und zwar war das eine restaurierte Yamaha SR 500. Und der stand da an der Ampel und war am Kicken.
mit dem Fuß, weil das Moped irgendwie abgesoffen ist und der hat das nicht angekriegt. Und da bin ich stehen geblieben, habe den Typen gefragt, ich sag mal, hör mal, was ist das denn für ein Bike, was du da fährst? Das sieht ja mega aus, ne? Und da sagt er, ja, das sind meine Yamaha SR500. Ich sag, super, gefällt mir richtig gut. Er sagt, ja, danke, und haben wir noch ein bisschen Smalltalk gemacht, solange die Ampel auf Rot stand. Ja, und das Erste, was ich gemacht habe, ist nach Hause, Mobile angeschmissen und alles nach Yamaha SR500 durchforstet. Ja. Dann habe ich auch, also ich wollte auch gar nicht viel Geld ausgeben. Ich hatte irgendwie Budget, 3000 Euro habe ich angesetzt, damit ich mir auch so eine SR500 kaufe. Habe da was gefunden und sah auch schön restauriert aus. Hab dann meinen Kumpel, den Carsten, angerufen, der ist Motorradmechaniker. Hab ihm gesagt, was hältst du davon? Hast du Bock mit mir zusammen, dass wir uns das Motorrad mal angucken? Du bist erfahren, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und er hat mir dann gleich davon abgeraten. Er sagte, Micha, lass die Finger davon. Das Ding ist zusammengeschustert. Da sind Teile verbaut. Spätestens beim nächsten TÜV wirst du Schwierigkeiten haben. Ja, so wie ich dann angefixt war, quasi von einem größeren Motorrad, habe ich das dann natürlich nicht ad acta gelegt, sondern bin dann auch weiter auf die Suche gegangen. Ich sag so, jetzt bin ich so heiß auf Moped fahren, jetzt will ich gucken, was es so gibt. Großen Führerschein hatte ich ja. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, habe mir diverse Motovlogs angeschaut und wie auch immer bin ich bei einer Ducati Scrambler hängen geblieben. Neupreis um die 10.000 Euro. Fand ich auch irgendwie cool, das sah geil aus, so eine Scrambler. Sah auch geil aus, so eine Scrambler. Ja, und dann, wie das halt so ist, erzählt man seinen Kumpels hin und her. Und mein Kumpel, der Micha, der fährt auch schon gefühlt sein halbes Leben lang Harley. Und er hat zu mir gesagt, so, ey Micha, nee, anders war's. Der war auf irgendeinem Biker-Treffen und da hat er so eine Ducati Scrambler gesehen dann, ne? Und dann hat er mir ein Foto geschickt und sagt, Micha, willst du wirklich so ein Moped kaufen für das Geld? Er sagt so, tu mir einen Gefallen, lass uns mal treffen und dann schauen wir uns mal bisschen was anderes an. Ja, am Ende war es ja so, erst wollte ich ja gar kein Bike, dann treffe ich einen mit einer SR500 am Straßenrand, setze mir ein Budget von 3000 Euro. Okay, alles verbastelt, macht keinen Sinn, also kaufst du dir gleich wieder was Neues, Besseres. Hatte ich mein Budget schon auf 10.000 angesetzt. Ja. Und dann erzählt mir der Micha, lass uns mal zur Harley Davidson fahren. Ja, und so nahm das halt seinen Lauf. Dann haben wir uns getroffen, sind wir zur Harley Davidson gefahren. Und da habe ich mich mal auf verschiedene Bikes draufgesetzt. Ja, in der Preisklasse, in der ich ja jetzt was gesucht habe, blieb ja jetzt am Ende auch nicht so viel Auswahl, außer Sportster. Habe ich ein bisschen Probe gesessen auf einer 883, auf einer 48. Und man hat schon direkt gefühlt, dass die Harley-Davidson Motorräder schon das gewisse Etwas haben. Also es fühlt sich alles wertig an, egal was du an dem Moped anfasst. Also es ist alles irgendwie aus Stahl. Ich habe keine Ahnung. Selbst die Armaturen fühlen sich wertig an. Selbst so ein blöder Bremsflüssigkeitsbehälter ist aus Metall. Alles fühlt sich geil an einer Harley. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Dieses irgendwie Besondere an einer Harley. Du hast das Gefühl, du bekommst was richtig Geiles für dein Geld. Ja.
Nur jetzt war es ja so, dass wir da jetzt uns eine 883 und eine 48 angeguckt haben. Die waren ja dann vom Budget auch schon wieder bei 12.000, 13.000. Okay, denkst du dir, ja, alles klar, lassen wir jetzt, dann darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja, und dann gesagt, halt, komm, wir fahren mal zu meinem Kollegen, der verkauft gerade auch eine, die auch schon ein bisschen was hat. Die wurde schon etwas umgebaut. Und dann sind wir dann von Harley-Davidson zum Kollegen gefahren und stehen dann vor der Garage vom Kollegen. Dann macht er auf und dann zeigt er mir einen geilen 48 Bobber. Und in dem Moment, wo er dann auch noch das Moped gestartet hat, war es dann um mich geschehen und ich habe gesagt, komm jetzt Arsch lecken, egal was das Ding kostet, ich will dieses Moped haben. Ja, und so bin ich am Ende bei meiner 48 gelandet. Und bin die dann auch tatsächlich auch noch 5 Jahre gefahren. Das war mein erstes richtiges Bike. Und ich kann mir jetzt im Moment auch gar nicht vorstellen, irgendeine andere Marke zu fahren, weil ich bin halt auch total fixiert auf Harley-Davidson, weil die haben geile Motoren, die haben wertige Motorräder, die haben geilen Sound, wo ich das Gefühl habe, das gibt mir keine andere Harley, kein anderes Motorrad, keine andere Motorradmarke. Keine andere Motorradmarke wird mir dieses Gefühl vermitteln wie Harley-Davidson. Ja, also bin ich so bei Harley-Davidson jetzt hängen geblieben, habe meine Sportster 48 verkauft und bin jetzt einen Schritt weiter gekommen. Jetzt fahre ich die Softail. Vom Gefühl her würde ich sagen, das wird mein Motorrad sein für die nächsten Jahre. Sehr viele Jahre, aber wie es auch immer so ist, man weiß ja nicht, was die Zukunft so bringt. Vielleicht steigt man irgendwann wieder um oder es kommt irgendein neues Motorrad oder ein neues Modell von Harley, wo man sagt, oh, super geil, und dann hat man das Gefühl von haben wollen. Aktuell würde ich aber sagen, das ist hier mein Baby. Das bleibt erstmal. Wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Wir haben ja auch noch nicht so viel gemeinsam erlebt und auch noch nicht so viel umgebaut an diesem Moped. Aber da soll ja auch noch eine ganze Menge passieren. Und deswegen ist das das Moped, was jetzt erstmal bleiben wird. Ja, so viel zu meiner Geschichte. Erzählt mir doch mal eure Geschichte, wie ihr zu eurem Motorrad gekommen seid oder wie ihr zum Motorradfahren gekommen seid. Welche Motorradmarke ihr fahrt und welche ihr gut findet, schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichte. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch keine Videos in Zukunft mehr verpassen. Ihr kriegt sofort eine Info, sobald ein Video hochgeladen wurde. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.